Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Da bin ich wieder. Endlich, endlich, endlich. Mittlerweile ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich sitze hier im Studio und habe die Möglichkeit, mit euch ein bisschen nachzudenken, so wie immer. Heute zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Und ich denke, es ist ein Thema, das euch auch interessieren wird. Es ist nämlich das Thema Arg und Wohlwollen. Wie begegnen wir unseren Mitmenschen? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir argwöhnisch? Unterstellen wir ihnen böse Absichten? Oder sind wir wohlwollend und überlegen erstmal, was der Grund dafür sein könnte, dass jemand sich so verhält, wie er sich verhält? Die Themen, die ich hier bespreche, die kommentiert ihr natürlich auch und das könnt ihr weiterhin gerne tun, indem ihr uns Briefe schreibt an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und diese Briefe erreichen uns, erreichen mich. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr so zahlreich schreibt und das aus der ganzen Welt. Hier zum Beispiel haben wir einen Brief aus Südkorea diesmal. Ich weiß gar nicht, ob das ihr Name ist. Amyang Husea aus Südkorea, die schreibt nämlich, dass sie die Sendung sehr gerne hört. Vorher habe sie in Amsterdam gewohnt und jetzt mittlerweile in Südkorea und auch dort hört man erfreulicherweise, hier steht der Name Micha, dort hört man also auch erfreulicherweise die blaue Stunde. Schöne Grüße nach Südkorea. Dann haben wir auch Briefe von sehr fleißigen Schreibern, die häufiger schreiben. Und hier zum Beispiel auch noch einen Brief aus Berlin von Daniel, der sich sehr über die blaue Stunde freut und sich bedankt und sogar einige Themenvorschläge gemacht hat. Da werden wir mal schauen, ob wir in nächster Zeit was zumachen können. Auf jeden Fall vielen Dank für die Briefe. Ich kann jetzt hier nicht alle Briefe vorlesen oder darauf eingehen, aber seid sicher, die Briefe kommen bei mir an und ich freue mich darüber. Arg und Wohlwollen, das ist unser heutiges Thema. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch ein bisschen über eines meiner Lieblingsstücke von William Shakespeare erzählen, nämlich Othello. Othello ist ein Dunkelhäutiger, im Stück wird er sogar der Neger von Zypern, von Venedig genannt. Der Moor von Venedig, also in einer altertümlichen, rassistischen Sprache. Aber Othello ist farbig, würde man heute sagen, oder ich weiß gar nicht, wie der korrekte Begriff dafür ist. Jedenfalls muss er, ich fasse die Geschichte jetzt ganz kurz zusammen, sonst wird's zu wirr, aus irgendeinem Grund nach Zypern und da nimmt er seine Leute mit. Iago ist einer von denen, der Bösewicht Iago. Und es gibt eine tolle Verfilmung von Kenneth Branagh oder mit und von Kenneth Branagh, in der diese Liebesgeschichte, die es eigentlich ist, zwischen Desdemona und Othello wunderbar nochmal aufgefrischt worden ist. Ich mag diesen Film sehr, Othello, könnt ihr euch ja mal anschauen, mit Kenneth Branagh, der Iago spielt. Und es geht nicht nur um Eifersucht und eingebildete Eifersucht, sondern es geht eben auch tatsächlich um diese Frage Arg und Wohlwollen. Denn so wie bei vielen Dramen Shakespeares ist Othello der Protagonist nicht wirklich der Charakter, der das Thema trägt, sondern eigentlich ist es Iago, der Bösewicht. Und die Bösewichte in Shakespeares Stücken sind oft ohne Grund böse. Es wird also gar nicht erklärt. Zum Beispiel auch Boraccio in Viel Lärm um nichts. Der ist einfach nur schlecht gelaunt und der möchte anderen Leuten Schlechtes tun, um sich dabei besser zu fühlen. Iago ist auch jemand, der einfach nur schlecht gelaunt ist und er verträgt es nicht oder ihm stößt es unangenehm auf, dass Othello, sein Chef sozusagen, in Desdemona verknallt ist und sie heiratet und er möchte Zwietracht sehen zwischen die beiden und das tut er, da kommt Jürgen ins Studio, der kann gleich ein bisschen mitreden und er möchte Zwietracht zwischen den beiden sehen, indem er Othello eifersüchtig macht auf irgendeinen unsichtbaren Nebenbuhler und Othello sagt, Desdemona, die sich eigentlich als treu ausgeben würde, sei im Grunde genommen nichts anderes als verdorben bis ins Mark.
Am Anfang glaubt Othello das nicht, aber je mehr Iago ihm erzählt und je mehr Iago inszeniert, dass Desdemona wirklich untreu ist, und das macht er auf eine sehr geschickte Art und Weise, desto größer wird der Zweifel, den Othello hat, und irgendwann kommt es eben zu einer sehr bekannten Szene, in der Othello Desdemona zur Rede stellt und dann am Ende tatsächlich umbringt, sie erstickt, weil er vor Eifersucht ganz verrückt wahnsinnig ist. Das ist ein Theaterstück, was mir dazu einfällt, was mich ein bisschen darauf gebracht hat, auch das heute in unserer Sendung zu besprechen. Arg und Wohlwollen und die unterschiedlichen Facetten des Args und des Wohlwollens und unser Umgang mit unserem eigenen Arg und dem Wohlwollen, das wir manchmal brauchen, um Dinge zu verstehen. Ich habe gleich auch noch einen Buchtipp dazu, das könnt ihr euch auch gerne besorgen, das ist nämlich ein sehr spannendes Buch, erzähle ich euch aber gleich mehr zu und bin erstmal ganz froh, der Jürgen hat mir nämlich eine Flasche Wasser gebracht. So, danke Jürgen, was machst du, schreibst du gerade, oder was? Ja, du schreibst mit, ne, worüber ich spreche. Ah, boah, ist die fest zu. Ja, was? Schaffst du wieder nicht, oder was? Dann ist die, was hast du gemacht? Ist die betoniert? Ja, zugelötet, damit es für dich ein bisschen schwerer ist. Ich krieg die nicht auf. Ernsthaft? Nee, ich krieg die Flasche nicht auf. Na, lass mal den Onkel machen. Warte mal, er kommt mal rum. Komm mal rum hier. So, also während du versuchst, die Flasche zu öffnen. Und? Nee. Siehste? Siehste? Du dachtest, du kriegst sie auf. Hast einen Säbel und schlagen wir die auf. Kann doch nicht wahr sein. Nee. Das ist assi. Ach komm, ich verdurste. Ist egal, ich verdurste. Lass mir irgendwas einfallen. Lass dir was einfallen, ja. Auch wieder so eine Schikane. Genau, einer hat nämlich auch geschrieben, das wollte ich gerade sagen, der fragt, ob ich in der Blauen Stunde, wenn ich diese Texte spreche, nee, eine hat das geschrieben, ob diese Texte geschrieben sind. Nein, die Texte sind nicht geschrieben, sie sind einfach freigesprochen. Ich sag das, was mir durch den Kopf geht, und manchmal klingt das vielleicht so, als hätte ich es aufgeschrieben. Und auch die Themen, über die wir sprechen, die finden wir eigentlich immer kurz vor der Sendung im Auto, wenn Jürgen mich vom Flughafen abholt und wir irgendwas zu besprechen haben oder plaudern, dann fällt uns meistens ein, hey, darüber könnten wir heute in der Sendung reden. Heute reden wir über Arg und Wohlwollen. Gleich nach der ersten Musik gibt's noch einen Buchtipp und dann geht's los. Und was hören wir jetzt? Wir hören Smashing Pumpkins. Jürgen hat dort die Musik vorbereitet. Ich war nämlich zu spät mit meiner Musikliste. Bin mal gespannt, ob da was dabei ist, was mir gefällt. Smashing Pumpkins ist schon mal ganz gut. 1979 heißt der Track hier in der Blauen Stunde. Smashing Pumpkins. Jürgen, ist das der Sänger mit der Glatze? Ja, also jetzt hat er eine. Damals, glaube ich, als er den Song aufgenommen hat, hatte er noch keine, aber jetzt hat er Glatze. Ich verwechsel die Smashing Pumpkins immer mit dieser anderen Band. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Brian Molko heißt der Sänger von denen. Ja, schön, jetzt fallen zwei Leute. Ach kacke, immer wenn wir beide moderieren, kommt diese Gedächtnislücken. Pavement, war das nicht Pavement? Nein. Ja, Brian, Omino oder irgendwie mit O. Mhm. Soll ich es auf Google eingeben? Wie heißt denn der Sänger jetzt von Smashing Pumpkins, den wir gerade gehört haben? Weißt du das? Ja, weiß ich eigentlich, aber in dem Moment, wo mich das jemand fragt, fällt es mir natürlich nicht ein. Brian Molko? Das gibt's doch bald alles nicht. Peinlich. Brian Molko, so wie heißt er denn? Keyboarder? Placebo. Placebo, genau. Ja. Alles klar, das ist Brian Molko. Wir hatten Thema heute uns rausgesucht, Arg und Wohlwollen. Und bevor wir loslegen, auch wir beide gemeinsam darüber zu sprechen und nachzudenken, Jürgen. Ich habe einen Buchtipp. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist jedenfalls ein tolles Buch, gibt's leider nur auf Englisch. Das heißt Bonds That Make Us Free. Also Fesseln, Fesseln, die uns befreien. Der Autor ist C. Terry Warner, also C. Terry Warner. Ist ein amerikanischer Soziologe und Psychologe, glaube ich. Und in diesem Buch geht es darum, wie oft wir unser Befinden von anderen abhängig machen. Also wie oft wir denken, der andere ist schuld, dass es mir schlecht geht.
Und das ist ja auch etwas, was argwöhnisch ist, weil der andere hat ja gar nicht die Absicht, dass es mir schlecht geht. Oder vielleicht hat er sie auch, oder ich unterstelle sie ihm, man weiß es nicht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass er böse Absichten hat, dann mache ich mir das Leben eigentlich schwerer, als es sein sollte. Es gibt ja auch dieses ganz berühmte Buch von Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, wo es dieses Hammerbeispiel gibt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, von dem Mann, der zu Hause sitzt und sich einen Hammer leihen will von seinem Nachbarn und dann in eine Art Gedankenkette gerät, in der dann der Nachbar immer schlimmer und böser und unsympathischer wird. Und irgendwann konfrontiert der Mann den Nachbarn nur noch mit dem Ergebnis dieses Prozesses und klingelt und sagt, sie können ihren Hammer für sich behalten. Anleitung für zum Unglücklichsein von Watzlawick, Paul Watzlawick. Aber das Buch, worüber ich hier heute spreche, Bonds That Make Us Free, ist wirklich ein außergewöhnliches Buch, das ich sehr gerne gelesen habe und auch mehrfach gelesen habe, weil darin Beziehungen beschrieben werden. Nicht nur Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern auch Beziehungen zwischen Vater und Tochter oder Mutter und Sohn, in denen, wie gesagt, man die Schuld für sein Befinden oder für sein schlechtes Gefühl dem anderen gibt und damit oft sich selbst das Leben schwerer macht. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel in diesem Buch. Ein Ehepaar liegt im Bett und hat ein Baby gerade bekommen. Das Baby liegt auch im Bett und schreit und weint. Und das Ehepaar liegt nebeneinander. Der Mann denkt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt soll ich mich nachts auch noch um das Kind kümmern. Und die Frau denkt, ich hab das Kind die ganze Zeit hier gehabt und jetzt ist er da und kümmert sich nicht um das Kind. Und beide schlafen sie die ganze Nacht nicht und ärgern sich über den anderen. Das Kind schreit weiter und am Morgen hat niemand eigentlich geschlafen. Und es wäre einfacher gegangen, wenn man einfach diesen Gedanken übersprungen hätte und selbst dafür gesorgt hätte, dass das Kind vielleicht seine Milch bekommt oder nicht mehr schreit. Oft ist es so, ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal denke, der oder diejenige macht etwas aus einer bösen Absicht und ich ärgere mich dann darüber, dass ich das denke, weil am Ende letztendlich nichts bewiesen ist und dabei auch nichts rauskommt, was mir vielleicht ein besseres Gefühl verschafft, sondern es macht das Gefühl sogar noch schlechter, wenn ich das denke. Im Alltäglichen, im Umgang miteinander ist das ganz oft der Fall. Wenn jemand genervt ist und dann kommt noch etwas dazu, so dass die Genervtheit noch größer wird, dann neigt man oft dazu, dass die Schuld dafür bei dem anderen liegt, dass man genervt ist. Und man erkennt gar nicht, warum man selbst vielleicht in dem Moment genervt ist. Die Verkäuferin im Laden oder irgendjemand, der einen bedient oder irgendjemand, dem eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und dann bezieht man das auf sich oder derjenige bezieht das auf sich und sagt, warum macht er das mit mir? Mir geht es jetzt deswegen schlecht und wie kann ich, danke. Oh, hast du dir den Finger geschnitten? Ja, was hast du gemacht? Ich an diesem scheiß Deckel. Ach du Scheiße, du riskierst dein Leben nur dafür, dass ich ein Glas Wasser bekomme. Wie lieb ist das denn? Wahnsinn, das ist ja das wertvollste Wasser, das ich je getrunken habe. Schmeckt nach Blut. Jürgen, kennst du das, dass Leute argwöhnisch sind oder dass du argwöhnisch bist? Ja, auf jeden Fall. Ich merke auch selbst an mir, dass ich manchmal Vorurteile gegenüber Leuten habe. Wenn ich die sehe, 2 Minuten, dann reichen die mir schon. Denke ich, oh Gott, was für ein Penner. Und dann stelle ich irgendwann mal, manchmal Jahre später fest, der ist gar nicht so, wie ich dachte, dass er ist. Der ist weder ein Arschloch, noch ein bösartiger Kerl, noch ist er arrogant. Man muss wirklich auf die Leute zugehen, sonst merkt man es nicht. Ja, zugehen ist das eine. Ich habe das Gefühl, man muss auch lernen, bei sich zu bleiben. Also das ist die Verantwortung für sein Befinden nicht dem anderen zu übertragen. Und ja, die Verantwortung nicht nur, sondern auch die Schuld. Das ist aber schwer. Also ich finde, bei sich bleiben sowieso sehr schwer. Und dann darüber hinaus auch Grenzen zu ziehen, das ist ja die nächste Stufe, wenn dann jemand Grenzen überschreitet, sagen zu können, also bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß nicht, warum du das machst, was du machst, aber ich möchte das nicht. Und dann trotzdem sozusagen bei sich zu bleiben und sich davon nicht beeinträchtigen zu lassen. Aber es ist schwer, oder? Ja, es gibt auch Situationen, da geht das gar nicht. Also weiß ich, du hast einen Chef, der irgendwas von dir will und du denkst, was ist das für ein Penner? Und ich würde das so und so machen, du weißt aber genau, es hat keinen Sinn. Also ich rede jetzt, um das gleich mal klarzustellen, ich rede jetzt nicht von meinem Chef. Nee, Robert Skopin ist überhaupt kein schlechter Chef. Niemals. Nein, ist der beste Chef, den man haben kann, oder? Wenn man ihn will.
wenn man ihn haben will. Ja, man muss ihn mögen. Man muss ihn mögen, ist übrigens ein Hinweis darauf, was er für ein Chef ist. Nee, das ist schon okay. Aber oh. ich hatte auch schon Chefs in meinem Leben, wo du wusstest, es hat gar keinen Sinn, das, was du eigentlich dir vorstellst, in irgendeiner Form zu äußern. Weil es interessiert ihn nicht, das wird gemacht, wie ich das sage und Schluss. Ja, aber denkst du dann in dem Moment, das macht er, um mir zu schaden, oder denkst du darüber nach, warum er es macht? Ich denke darüber nach, warum er es macht, warum er mir schaden will. Okay, du kombinierst das. Na, ich habe das Gefühl, also bei mir war es so, ich habe jetzt mich nicht neu erfunden, aber durch die Lektüre beispielsweise auch dieses Buches einfach versucht umzudenken, dass ich sehr oft gedacht habe, das macht er nur, um mich zu ärgern, oder... Es gibt ja noch eine andere Variante. Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Wir sind heute, du hast mich abgeholt. Ich sollte eigentlich um, wann sollte ich fliegen? 11 Uhr? Ja, du solltest irgendwie kurz nach 12 da sein. Genau, dann habe ich dir geschrieben, Flug hat Verspätung, 1,5 Stunden. Dann wurde es 3 Stunden und dann habe ich einen anderen Flug gebucht und dann bin ich gelandet in Berlin und es war proppenvoll, alle Straßen. Und da hatten wir beide so das Gefühl, der Tag hat sich gegen uns verschworen. Stop and go auf der Stadtautobahn hierher. Genau. Wunderbar. Genau. Kam alles zusammen. Ja. Dabei war aber der Grund irgendwie naheliegend. Es ist das DFB-Pokalfinale morgen, mehrere Demos in der Stadt und wir haben Freitag. Also klar, dass viel Verkehr ist. Hätte man eigentlich auch ahnen können, oder? Womit jetzt auch klar ist, dass diese Sendung aufgezeichnet ist. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Ach, hast du schon. Damit geiz ich nicht mehr. Wir hören Robbie Williams, Mr. Bojangles. Das ist dieses Album, wo er gecovert hat, ne? Genau. Weil Mr. Bojangles ist von Ray Charles, glaube ich. Ja, sein Swing-Album. Mhm. Ich finde Robbie Williams als Swing-Sänger eigentlich sogar besser als Pop-Sänger. Ja, und der legt sich mit, jetzt fällt mir schon wieder der Name, mit Robert Plant von Led Zeppelin, wo nebeneinander. Ah. Und er legt sich ständig mit Robert Plant an, indem er laute Musik anmacht, was Plant nicht gefällt. Der Sänger von Led Zeppelin, ne? Robert Plant. Ja, ja. Hören wir Mr. Bojangles, Robbie Williams in der Blauen Stunde heute, sehr wohlwollend moderiert von mir und meinem Redakteur Jürgen König. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. In der Blauen Stunde, so jetzt das Mikro auch an, reden wir heute zusammen mit Jürgen, meinem Redakteur, über das Thema Arg und Wohlwollen. Aber wir denken auch weiter, beziehungsweise denken ein bisschen drumherum. Ich hatte eben von Othello gesprochen, einer bekannten Vorlage aus der Literatur von William Shakespeare. Gibt sowieso viele Stücke von Shakespeare, das hatte ich auch schon gesagt, eben in denen Bösewichte einfach böse sind. In den meisten Shakespeare-Dramen gibt es einen Bösewicht und in manchen ist sogar der Bösewicht der Hauptcharakter, also wie zum Beispiel Richard der Dritte oder eben in anderen Stücken von Shakespeare, aber nicht nur von Shakespeare, sondern eben auch von vielen anderen. Es scheint also ein Thema zu sein, es scheint eine Thematik zu sein, die durch die Jahrhunderte, eigentlich durch die ganze Zeit, in der es die Menschheit gibt, hinweg eine wichtige Rolle spielt. Und der Umgang, den man selbst mit diesem Thema hat, der spielt eine noch viel wichtigere Rolle, boah, deutsche Sprache, das ist manchmal wichtigere Rolle, nicht schlecht, als man meint, weil ich glaube, am Ende, wenn man einen Umgang damit findet, der gelassen ist und der vor allen Dingen reflektiert ist, dann bleibt einem vieles erspart. Und ja, wir sprachen eben über den Alltag, die Unfreundlichkeit, die einem im Alltag begegnet und wie man damit umgeht und ob man versucht zu verstehen, warum jemand unfreundlich ist oder ob man selber unfreundlich darauf reagiert. Ich habe zum Beispiel mal was erlebt, das war so ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich meine, dass ich mit dem Fahrrad auf der falschen Seite gefahren bin. Ich bin also auf dem Fahrradweg in die falsche Fahrtrichtung gefahren. Und dann kam jemand auf mich zu, ein älterer Herr, so ein typischer Spießer, wie man ihn sich vorstellt, mit so einer Kastenbrille und einem beigefarbenen Mantel und einem karierten Hut und stellte sich wie so ein Ampelmännchen mir in den Weg und sagte so mit schnarrender Stimme, halt, stopp! Und ich war natürlich total genervt davon, weil ich... damals war das Fahrradfahren auf der Gegenspur noch nicht so
verpönt wie heute. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Also in meiner Jugend jedenfalls war zum Beispiel auch über rote Ampeln zu gehen relativ normal. Und so kleinere Vergehen, die wurden nicht so drastisch bestraft, wie es heute ist. Heute hat sich das geändert. Also mit dem Fahrrad auf der anderen Seite zu fahren, das scheint ein Delikt zu sein. Und der stellte sich mir in den Weg und sagte dann so mit ausgestreckten Armen, halt, stopp. Und ich, weil ich sauer war, bin dann einfach mit dem Fahrrad weiter über seinen Fuß gefahren. Und dann ist er total ausgerastet, hat mich angeschrien, ich zeige Sie an, Sie sind mir über den Fuß gefahren. Und ich bin abgestiegen von meinem Fahrrad und habe ihn auch angeschrien, habe gesagt, Sie sind doch hier kein Hilfspolizist, ich hätte Ihnen auch noch über den anderen Fuß fahren sollen. Was fällt Ihnen ein, sich einfach mir in den Weg zu stellen? Und dann haben wir uns beide angeschrien, während die Autofahrer an der Kreuzung uns beobachtet haben und gedacht haben, so jetzt gleich knallt's zwischen den beiden. Dann plötzlich aber, wie ein Blitz, dachte ich, warum mache ich das eigentlich gerade? Warum? Der hat doch eigentlich recht. Der stellt sich mir in den Weg und sagt, Sie fahren auf der falschen Seite. Ich reg mich darüber auf, dass er sich zu einem Hilfspolizisten aufspielt. Dabei versucht er vielleicht andere Fahrer zu retten davor, dass ich in der falschen Richtung bin. Also er versucht vielleicht sogar mir zu helfen, indem er sagt, hey, das ist gefährlich, was du hier machst. Und dann habe ich innegehalten und zu dem Mann gesagt, wissen Sie was? Sie haben recht, es tut mir leid. Ich bin wirklich auf der falschen Seite gefahren und ich war einfach nur sauer, weil ich dachte, Sie machen das, um mich zu belehren. Aber vielleicht machen Sie das gar nicht deswegen. Dann hat der Mann mich angeguckt und hat gesagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Sie das sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe es auch nicht erwartet von mir, aber es ist ja richtig, was Sie sagen. Und dann hat er gesagt, das finde ich ganz großartig. Also, das ist, darf ich Sie mal in den Arm nehmen? Und dann haben wir uns ernsthaft umarmt, während die Leute oft an der Kreuzung dachten, die beiden haben Vollschaden. Also erst schreien die sich an und dann umarmen die sich. Und wir haben uns so winkend verabschiedet, also so wie Freunde. Und ich dachte, so einfach geht's. Aber das war nicht in Berlin, oder? Nee, das war in Neuss. Ja. In Neuss in, Weil ich kann ja das andere Beispiel erzählen. Ich stehe an einer roten Ampel. Und es ist rechts auf der so ein Radweg an so mit gestrichelter Linie. Und da fährt einer vorbei mit so einem kleinen Roller, wie sie immer hatten. Und der eine Lieferwagen vor mir, der stand ein bisschen auf dem Radweg. Und da hält er an, klopft da an die Scheibe und sagt, das ist ja ein Radweg, Sie haben hier falsch. Und dann wortlos passierte das. Die Tür geht auf von diesem Kleintransporter. Der geht rum, der Fahrer, haut dem einer aufs Maul. Oh, echt? Geht zurück, steigt ein und fährt weiter. Oh, aha. Da dachte ich, ja, das ist Berlin. Und gab es irgendwie eine Folge oder? Nee, nichts. Der mit seinem Roller stand da und hielt sich das Kinn und dachte, was habe ich hier gerade erlebt? Gibt's ja gar nicht. Ja, und ich konnte nicht mal irgendwie ich musste auch weiterfahren, weil es natürlich hinter mir schon wieder hupte, logisch, auch ja. In Berlin. Aber das war sehr eigenartig, ja. Jetzt ist natürlich die Lösung auch nicht, dass man einfach unemotional ist, ne? Also ich find's ja auch okay, wenn man einen schlechten Tag hatte und wirklich vom Pech verfolgt ist, dann darf man auch mal schlechte Laune haben. Und man darf sogar, finde ich, oder was denkst du, Jürgen, darf man schlechte Laune an anderen auslassen? Man macht es, aber ich glaube, man sollte es nicht tun. Ja. Es sei denn, es gibt ja Leute, an denen muss man seine schlechte Laune auslassen, weil sie es verdient haben. Politiker. Zum Beispiel. Ja gut, aber man darf es vielleicht nicht, aber es ist ja ein menschlicher Zug. Also wenn du jetzt morgens aufstehst, du trittst direkt mit dem Fuß in die Scheiße, gehst auf die Straße, das Auto ist abgeschleppt, es kommt alles zusammen und dann will jemand noch was von dir, dann kann es doch passieren, dass du sagst, ey, lass mich gerade bitte in Ruhe. Oder ist man immer so reflektiert, dass man es erklären kann? Es kommt wirklich darauf an, wie fertig man schon ist. Also nach so einem Tag... Ich werde auch so ein Erlebnis in meiner Straße. Ich will zu meiner Wohnung. Mir kommen drei junge Leute entgegen. Und ich denke, na, wer weicht jetzt wem auf? Und die machen so ein bisschen Platz. Und ich gehe in der Mitte durch. Und da macht der eine ein Ding zur Seite und rempelt mir richtig die Schulter. Dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Diskutierst du? Ich dachte, ach, junge Menschen, gehst einfach weiter. Was soll's? Und was höre ich? 50 Meter hinter mir die ganze Zeit bis zu meiner Haustür. Ey, Arschloch, Arschloch. Ich drehe mich irgendwann um. Was willst du? Warum rempelst du? Bist du Arschloch oder was?
Ja, und dann schaukelt sich das aber hoch. Ich sag, komm, lass mich doch, und da war dieser Satz, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich will weder mit dir Streit, noch habe ich Absicht, lass mich einfach in Ruhe. Und dann holte der aus und dann hat er sich aber doch nicht getraut, einen alten Mann zu schlagen und ging dann weg. Aber das sind so diese Situationen, in die gerätst du halt einfach, ne? Ja, das stimmt. Also deswegen sage ich, es gibt dieses Buch, das empfehle ich sehr, Bonds That Make Us Free von C. Terry Warner. Und was ich an diesem Buch so mochte, ist, dass es eben in diesen Situationen, die wir gerade beschrieben haben, einem eine Anleitung dazu gibt, wie man eine Umleitung seines Denkens installieren kann. Also wie man zum Beispiel in so einer Situation, die ja ein bisschen prekärer ist, weil sie ja auch aggressiv ist und weil es eine schwer steuerbare Aggression ist, die dort in der Luft liegt. Vielleicht bezieht sich es auch nicht wirklich auf solche Extremsituationen, aber in vielen anderen Situationen eben, da hat man ja die Möglichkeit, darüber nachzudenken, gerade wenn es Konflikte gibt, warum macht der andere das gerade? Oder warum mache ich das eigentlich gerade, was ich mache? Wieso reagiere ich so darauf? Und gibt es eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren? Big Love von Matthew E. White. Wer ist das? Den kenne ich nicht, Jürgen. Das ist ein Amerikaner, der immer nur in weißen Anzügen auftritt und macht für mich sehr interessante Musik, müsste dir aber eigentlich auch gefallen, obwohl es groovt nicht, sondern es ist so mehr so Singer-Songwriter. Ja, das ist ja deine Musik, ne? Die ist ja immer ein bisschen düster, hast du gesagt. Ja, aber es darf auch grooven bei mir, so ist es jetzt nicht. Okay, habe ich dir schon gesagt, dass mein neues Album am 16.8. rauskommt? Hast du mir schon mehrfach erzählt. Ich will, dass du das mit mir zusammen hörst. Und das können wir gerne mal machen. Wir hören das zusammen. Du hörst es zum ersten Mal in der Sendung und kommentierst das. Machen wir das? Ja, das können wir machen. King's Hour Spezial. Ja, ist ja auch gar keine Schleichwerbung dann für dein Album. Ich bin noch hier, für wen? Ich bin noch RBB-Moderator. Das ist ja RBB-intern. Das stimmt, ist auch fast ein RBB-Erzeugnis. Na also. Wir haben uns verquatscht. Komm, Matthew E. White, Big Love, her damit. Das gefiel mir gut, Jürgen. Das war gar nicht schlecht. Das freut mich. Von wann ist das? Das müsste so 2-3 Jahre alt sein. Höchstens. Matthew E. White. Hört sich aber super 70er an, finde ich. Also die Musik. Ja, ja. Das klingt sehr retro, sagt man, ja, oder? Sagt ist das am retro? Ja. 2010. Übrigens, das machen wir auch mal eine Sendung draus. Sprache und wie sie sich verändert hat. Weißt du, was man, ja, das weißt du, ne? Was man, Disco sagt man nicht mehr. Wie heißt denn das jetzt? Club heißt es jetzt. Ja, klar. Genau. Ja. Oder Oldschool oder so Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob Oldschool noch Jugendsprache ist. Ja, oder diese dämlichen 80er-Jahre-Sprüche zum Bleistift oder sowas. Ja, das ist ja total blöd. Aber Honk zum Beispiel, ist noch fresh, ne? Also Honk ist noch fresh. Honk geht, glaube ich, noch, ja. Ich glaube, Dope ist schon wieder alt, ne? Ja, aber Cool ist nicht mehr cool. Nee, Cool ist nicht mehr cool. Affengeil ist richtig Oldschool. Ja, Retro, ja. 2005. Das heißt jetzt alles Awesome. Awesome ist auch gut. Ja. Ja, Matthew E. White, Big Love, war das am Anfang ein Hund, den man da gehört hat? Hast du das gehört? Das weiß ich jetzt nicht, da muss ich passen. Ja. Fand ich witzig. Wir reden immer noch über unser Thema, Arg und Wohlwollen. Zwischendurch plaudern wir auch ein bisschen über die Musik, die du heute gebracht hast. Finde ich sowieso gut, können wir häufiger machen, dass du auch mal Musiklisten machst. Schnell noch eingeworfen, damit wir nicht ganz dumm dastehen. Der Sänger von Smashing Pumpkins heißt natürlich Billy Corgan. Ah, genau. Und der hat eine Glatze, oder? Ja, natürlich. Billy Corgan, ja. Smashing Pumpkins war nie so meine Band. Fandst du die gut? Ich fand sie zu Anfang, waren sie mir zu schräg und zu sehr schwer zugänglich. Dann gab es eine Phase, wo ich sie geliebt habe. Melancholy und And the Blabla hieß das eine Album und Adore das andere. Gerade letzteres habe ich, glaube ich, 30 Mal, 40 Mal am Tag gehört. Boah. Das fand ich wirklich richtig gut und jetzt sind sie mir, ja. Kennst du das Phänomen auch, dass ein Album besser werden kann, je häufiger man es hört? Das ist eine Grundvoraussetzung. Also man darf niemals ein Album nach einmal hören bewerten. Kennst du denn Alben auch, die beim ersten Mal super klingen und dann beschissen werden? Ja. Wenn sie einfach zu viele Reize ausspielen, die dann irgendwann sozusagen dein Nervensystem überbelasten und dann geht's dir auf den Nerv. Was ich früher super fand, das gibt's heute leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob du das auch noch kennst. Wir hatten bei uns in meiner Heimatstadt einen Plattenladen. Zwei Plattenläden. Aber bei mir gibt's ganz viele in der Gegend jetzt wieder. Wieder, ne? Ja. Aber bei uns gab's zwei Plattenläden und da ging man hin. Und man suchte sich dann Platten raus und dann ging man an den Tresen und da standen 4 Plattenspieler. Und früher, ganz früher, hat man die auflegen lassen. Ja, also durfte man nicht selber anfassen. Die durfte man nicht selber anfassen und dann hat man so Track für Track
immer so 15 Sekunden angehört und dann hat er immer weitergemacht. Und wenn einem die Platte gefiel, dann hat man sie gekauft, wenn nicht, hat man sie zurückgegeben. Und das ist ein bisschen schade, aber was mir damals aufgefallen ist, was ich zum Beispiel heute in Zeitaltern von iTunes und Spotify gar nicht mehr habe, ich habe viel länger drüber nachgedacht. Also ich habe wirklich überlegt, ist die Platte es wert, dass ich sie kaufe? Das ist es ja, weil du musstest sie ja bezahlen und ob heute das Geld auch, die sagt, die Investition ja. wert oder nicht, ne? Ja, ja. Und wenn du alles gestreamt für die Flatrate, scheißegal, dann hast du halt alles. Du hast noch einen Konsumgegenstand, nichts ja, mehr. Ja, ja. Das stimmt. Ich habe heute eine sehr witzige Sprachnachricht von Nils Ruf auf meinem Handy gehabt. Hätte ich eigentlich mal vorspielen müssen. Richtig gute Sprachnachricht. Das regt sich Nils darüber auf und er hat wirklich recht, dass das Internet eigentlich die ganze Welt zerstört. Das stimmt. Das Internet hat unsere sozialen Kontakte zerstört. Es hat unser Sexualverhalten zerstört. Es hat die Plattenfirmen, die Plattenindustrie, Buchverlage. Die Leute kaufen nicht mehr in einem Buchladen, sondern die gehen zu Amazon. Also das Internet hat uns so grundlegend verändert und so lässt uns so verkümmern auch. Und gerade diese Spotify-iTunes-Geschichte, die zwar erstmal einen Vorteil hat, ne? Man denkt so, ach komm, 9,99 €, kann ich alles haben, aber man hört viel weniger Musik dadurch. Ja, und man hört keine Alben mehr, sondern die meisten hören ja bloß noch Playlists, die sich im schlimmsten Fall auch noch von anderen zusammenstellen lassen. Ja. Dafür ist Radio da übrigens, zusammengestellte Playlist, liebe Hörer. Eigentlich ja. Nicht im Internet hören, sondern einfach bei Radio 1 hören. Jetzt gibt's aber, um unser Thema nochmal aufzugreifen, ja auch gerade bei der Musik viel Arg und wenig Wohlwollen. Also Leute zum Beispiel, ich sehe das immer, ihr habt ja sehr aktive Hörer, die hier sehr viel kommentieren und sich auch sehr gerne mal beschweren. Und es kommt eigentlich nie vor, dass eine Sendung einfach nur gut gefunden wird, sondern immer gibt es etwas auszusetzen. Und das Thema schlechthin, bei dem es immer was zu meckern gibt, ist die Musikauswahl. Ja, und die ist auch schon seit über 20 Jahren ist jedes Jahr schlechter geworden. Ja, und es ist dann wird euch vorgeworfen, warum spielt ihr eigentlich den oder dies und warum das und dies nicht? Kommen die Leute nicht darauf, dass Musikgeschmack subjektiv ist oder haben sie einen Besitzanspruch und denken, der Radiosender muss das spielen, was ich verlange? Ah, der Rundfunkbeitrag ist sozusagen Legitimation für Forderungen, denken sie. Das habe ich ja schon mal gesagt, die Leute denken, ihnen gehört das Radio. Ja, ja. Dabei zahlen sie ja nur, um dabei sein zu können und nicht, weil sie Anteile am Radio erwerben. Aber sie gehen ja auch zum DJ und sagen, spiel doch mal was Ordentliches. Oh, ganz schrecklich, das kenne ich von Feten, wenn ich DJ war, immer spiel doch mal dies und das. Und man spiel mal was Ordentliches, ist mein Lieblingssatz. Genau. Ja. Und was ist das? Na das. Spiel mal was zum Tanzen. Ja. Ah ja, das kenne ich. Na, bei Musik ist wirklich so, also ich empfinde das jedenfalls so, dass die Intoleranz gegenüber anderen Musikgeschmäckern wirklich groß ist. Also gerade wenn man zum Beispiel in so Communities sich auch befindet, in so einer Blase, zum Beispiel Hip-Hopper oder Death Metal, dann ist es kaum möglich, Leute dazu zu bringen, dass sie mal eine andere Musik hören. Oder ist das so? Ja, ja. Und dann gibt es so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so Kumpelkreis früher. Mhm. Und so einer kommt mit einer neuen Platte und sagt, hier, habe ich gehört, super, super, super toll. Und dann ist immer einer, der sich als der Papst aufspielt, der sagt nur einen vernichtenden Satz, die ist doch kacke. Und schon alle anderen, nee, ich habe die auch gehört, finde ich nicht gut. Stehst du da mit deiner Platte und bist der Idiot in der Runde. Ja. Woher kommt das? Also ich frage mich das bei der Musik häufig, woher das kommt. Und ich glaube, bei der Musik mittlerweile ist es so, also Musik ist natürlich auch Geschmackssache und Musik bedient natürlich bestimmte Emotionen. Musik ist aber manchmal auch Imageförderung. Also wenn zum Beispiel, ich habe mal einen Piloten gemacht für eine Sendung, die hieß In Your Face. Und Inhalt dieser Sendung war, dass ich immer irgendwo hingegangen bin und ein Stand-up spielen musste vor Leuten, die mich hassen. Und zwar so, dass die mich nachher am besten umbringen wollen. Und da war ich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben auf einem Death-Metal-Konzert. Und zwar von Obituary. Kennst du die? Ja. Ich kannte die nicht. Obituary ist eine Legende, was Death-Metal angeht. Und das war in Hannover im Kapitol. Und ich fand, das war ein bisschen gruselig. Also die Leute alle mit so langen, gekämmten Haaren, schwarze T-Shirts und dann auch, als das Konzert losging, alle total ausgerastet und die Musik selber jetzt nicht wirklich zugänglich. Also ich muss sagen, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man so, what the fuck ist das denn jetzt? Du kennst Obituary, ne? Ja, ja, aber diese Leute, wenn du mit ihnen zum Beispiel
da sind wir wieder am Anfang der Sendung, wenn du die Einzelnen kennenlernst, das sind meistens ganz, ganz nette Menschen. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Also die sind nämlich eigentlich, und mein Stand-up übrigens, der ging auch so, ich habe auf der Bühne gesagt, eigentlich seid ihr alle total liebe Jungs und ihr traut euch nur nicht. Und wascht ihr euch morgens die Haare auch mit Conditioner und kennt die dann schön? Und das wird immer schlimmer. Und als dann das Wort schwul zum ersten Mal fiel, fingen die an, ihre 5 Euro teuren Bierbecher auf die Bühne zu werfen und haben natürlich das Schlagzeug und den Bass getroffen. Und ich bin dann nachher mit quietschenden Reifen abgehauen, weil das Management von Obituary mich umbringen wollte. Ja, aber nicht die Fans, das sind friedliche Bürger. Ja, so wurde aus Death Metal Death Metal. Wir hören Pet Shop Boys. Das ist Gegenteil das, sozusagen davon. Ja. Magst du Pet Shop Boys? Du wirst, jetzt kommt es, ja. Oh, ich finde, bitte. Ich finde, jetzt bin ich intolerant. Was Popmusik betrifft, sind sie nicht zu übertreffen. Was Popmusik betrifft. Ich kann das nicht jeden Tag hören, aber ich habe Hochachtung vor denen. Ist doch nicht wahr. Ist es wirklich wahr? Jetzt bist du enttäuscht, ist mir egal. Nö, ich bin nicht enttäuscht. Nein. Ich habe ja, wir reden ja über Arg und Wohlwollen. Ich überlege jetzt, warum du wohl die Pet Shop Boys gut findest. Da habe ich einige Theorien. Schlagen sie eine Ader in mir an? Nein. Gut, Love etc. heißt das Lied, das wir jetzt hören. Pet Shop Boys. Heute mit mir zusammen ist Jürgen im Studio und ihr. Und wir reden über Arg und Wohlwollen. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde reden wir heute über das Thema Arg und Wohlwollen. Und Arg hat ja auch etwas mit einer Unterstellung zu tun. Nämlich mit dem Gedanken, dass der andere etwas tun könnte, weil er etwas Schlechtes vorhat. Eine schlechte Absicht oder irgendein schlechtes Verhalten. Dass er feindselig ist. Und das wiederum, wenn wir es jetzt nochmal weiterdenken, hat ja etwas mit Vertrauen zu tun. Ich traue dem anderen nicht über den Weg. Ich habe das Gefühl, er denkt was anderes oder er tut etwas anderes, als er vielleicht mir sagt oder zeigt. Und mangelndes Vertrauen, das ist wiederum etwas, was in uns selbst liegt. Nämlich das Gottvertrauen, wie es einige nennen, das Urvertrauen, wie es andere nennen würden. Also der Glaube daran, dass Dinge schon irgendwie gut ausgehen werden und dass es nicht das Schicksal, aber auch nicht der andere Mensch, irgendwer auf einen abgesehen haben könnte. Dass also sich jemand gegen einen verschworen haben könnte. Dieses Vertrauen wiederum, das man nicht hat, entweder weil es einem nicht beigebracht wurde oder weil es einem nicht in die Wiege gelegt wurde, das hat indirekt auch wieder was mit Schuld zu tun. Jedenfalls könnte es etwas damit zu tun haben, dass man denkt, man hätte es vielleicht sogar verdient. Man hat ein schlechtes Gewissen. Man hätte es vielleicht sogar verdient, dass jemand es einem nicht wirklich gut tun will, dass er es übel mit einem meint. Also ist die Frage, wenn wir in uns hineinblicken, um herauszufinden, wie wir wohlwollend damit dem anderen umgehen können, die erste Frage, ob wir wirklich die Gabe haben zu vertrauen. Ob wir zum Beispiel, wenn wir Radio hören, um auf das Beispiel nochmal eben zurückzukommen, was wir mit Jürgen besprochen haben, nicht denken, der Radiosender sucht diese Lieder aus, weil irgendeine unsichtbare Macht dahinter steckt, die die Zuhörer verblöden will oder Radio 1 sehr viel Geld dafür bekommen hat, dass es sich verkauft und kommerzialisiert, sondern vielleicht ist der Geschmack des Musikredakteurs einfach anders als mein Geschmack. Und was ist schon Geschmack? Und gibt es da eine Regel? Gibt es eine Regel für die Dinge, die richtig und falsch sind? Gibt es überhaupt eine Regel für Geschmack? Ich glaube nicht. Ob jetzt jemand Britney Spears gut findet oder ob er Christina Aguilera gerne hört oder eben Obituary oder Cannibal Corpse oder ob er lieber Jazz mag, ob er Klassik hört, das ist ja seine eigene Entscheidung, aber er kann den anderen nicht dazu zwingen, diese Entscheidung mit ihm zu teilen oder zumindest den gleichen Geschmack zu haben. Und so verschieden und unterschiedlich, wie wir Menschen alle sind, so verschieden und unterschiedlich sind auch unsere Geschmäcker und letztendlich entsteht aus dem Gemeinsamen, was wir als Kompromiss aushalten, etwas wie Toleranz. Toleranz ist auch etwas, was mit Arg und Wohlwollen zu tun hat, den anderen nämlich so sein lassen zu können, wie er ist, damit man selber auch so sein darf, wie man vielleicht sein möchte.
Ja, weil du gerade bei Toleranz bist, stellst du fest, dass du mit zunehmendem Alter toleranter wirst oder eher grantiger? Also zunehmendes Alter ist schon mal eine Frechheit. Freund, wir wissen, wie alt du bist, also. Ich bin vor der Ausstrahlung der Sendung noch 50 übrigens. Schrecklich 50. Um dir eine Antwort zu geben, nein. Also ich werde zunehmend intoleranter. Und das erschreckt mich. Bei mir ist es eine Mischung aus beidem. Ich werde in bestimmten Sachen vielleicht nicht toleranter, sondern gleichgültiger. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Ah, ist es so? Ab 60 wird man wieder gleichgültiger? Ja, irgendwann, weil du kannst dich, also ich kann mich zum Beispiel nicht mehr über den Straßenverkehr in Berlin aufregen. Wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt, dann nimmt er sie mir eben, Herrgott. Hm. Solange mich nicht verletzt dabei, Gott, ja. Aber was ist das, was einen in so einer Situation dazu treibt, mitzumachen? Also ich habe mich das zum Beispiel auch schon mal gefragt. Man kann ja unheimlich oft in Konflikten einfach sich einen Schritt zurückgehen, also sich sozusagen zurücknehmen und von außen auf das Ganze blicken und dann ruhig bleiben. Macht man aber nicht. Ja, na, weil man manchmal gar nicht die Zeit dazu hat, sich sozusagen zu fangen und sich zu sagen, komm, mach mal einen Schritt zurück geistig und überlege, ob es jetzt lohnt, sich aufzuregen oder nicht. Die Zeit hast du ja, also gerade im Straßenverkehr geht es ja nicht. Ja, manchmal, also ich finde zum Beispiel ein Thema, bei dem mich das sehr ärgert und wo ich dann auch oft arg unterstelle, ist Willkür. Also wenn Leute, die im Amt sind oder wenn Leute, die eine Funktion haben, ja, sagen, sie tun etwas, weil das der Richtlinie entspricht oder Gesetz ist und plötzlich das Menschliche gar keine Rolle mehr spielt. Also die beziehen sich einfach auf, das ist einfach so und dann spielt das Menschliche keine Rolle. Und da werde ich immer sauer. Zu Recht. Ja? Gib einem Dummen Macht und er wird sie missbrauchen, unter Garantie. Mhm. Und ich habe dann immer so ein ganz schlimmes Bild, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Wenn ich wieder merke, dass sich jemand an seiner Macht berauscht, dann stelle ich mir den immer zu Hause vor, wie er vor dem Spiegel steht, wie sage ich es denn, und Hand an sich legt und sich dabei ganz toll fühlt. Und dann kann ich es ertragen, das ist ja dann wirklich Willkür oder das Ausspielen von Macht. Das ist manchmal wirklich. Aber da gibt es doch auch, also ich gebe dir mal ein Beispiel, ne? Steuerprüfung. Hast du schon mal eine Steuerprüfung gehabt? Nee, zum Glück nicht, aber ich hatte mal eine Steuerberaterin, die alles angezweifelt hat. Nicht eine Beraterin, im Finanzamt eine Frau. So, Steuerprüfung hat ja auch etwas mit Arg und Wohlwollen zu tun. Der Staat betrachtet dich nicht als redlichen Menschen, sondern er hat Arg. Er ist argwöhnisch. Er sagt, der Typ hinterzieht wahrscheinlich Steuern und das wollen wir jetzt mal rausfinden. Und dann kommt ein Steuerprüfer zu dir oder bei dir ins Büro und der kontrolliert eigentlich nichts anderes als die Fehler, die du gemacht hast. Und der ist auf der Suche nach den Fehlern, weil er A, eine Belohnung dafür bekommt, er bekommt Punkte dafür, dass er Fehler aufspürt und weil er davon ausgeht, dass du den Staat betrügst. Weil sonst müsste es keine Steuerprüfung geben, würde man sagen, der Jürgen König, der macht das schon irgendwie richtig. So, und dann frage ich mich, was bringt einen Menschen dazu, das zu tun? Ist es sein Gerechtigkeitsempfinden, dass er sagt, Moment mal, die Steuer ist für alle da und diejenigen, die von der Steuer leben und profitieren, die müssen auch das Geld kriegen, deswegen ist es unredlich und auch falsch, wenn Leute Steuer hinterziehen? Oder ist es so, wie du es sagst, dass er ein persönliches, eine Lust dabei empfindet, anderen Leuten zu schaden? Kannst du sowas denken in so einem Moment oder denkst du einfach dieses Arschloch? Nee, ich denke also, um ein Beispiel zu nennen, die Finanzbeamtin schrieb nach meiner Steuererklärung zurück, ich solle doch mal erklären, also warum ich einen CD-Player brauche. Ach so, es war nicht deine Steuerberaterin, nee, es war die Finanzbeamtin. Ich hatte das schon mal korrigiert. Nee, die Finanzbeamtin, meine Steuerberaterin ist die beste, die es überhaupt gibt. Ah, also ist die Finanzbeamtin die den Arg hatte und so. Genau. Ich musste dann schriftlich erklären, wozu ich als Moderator einer Musiksendung einen CD-Player brauche. Oder warum ich mir CDs und Schallplatten kaufe. Es gibt doch ein RBB-Archiv. Die weiß aber nicht, dass die neuesten Sachen da nicht drinstehen und bestimmte Sachen, Independent-Sachen, erst recht nicht. Und das finde ich willkürlich. Und das kann sich doch selber zusammenreimen, dass man, wenn man eine Musiksendung moderiert, einen CD-Player braucht. Ist doch ganz logisch, ne? Da dachte ich mir, das ist wieder eine vorm Spiegel abends mit irgendwas. Das gibt's sicher auch. Also ich glaube nicht, dass jeder Finanzbeamte oder jeder Prüfer denkt, ich handle hier im Namen der Gerechtigkeit, sondern dass es sicher auch eine Genugtuung ist und dass es Macht ist, die man ausüben kann. Und Macht ist was sehr Verlockendes. Insofern ja, also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Menschen argwöhnisch sind. Das Spannendere an unserem Thema ist, wie kann man wohlwollend bleiben, obwohl andere argwöhnisch sind. Zumal ja gerade beim Thema Finanzamt, es gibt ja genug Leute, die wirklich argwöhnisch das
Finanzamt täuschen. Also der Argwohn bei einem Finanzbeamten ist ja fast noch zu erklären, wo der herkommt. Ne? Mhm. Aber wir müssen wieder Musik machen. Ja, Bright Eyes, Four Winds. Ich habe Bright Eyes im Kino gesehen. Hast du das damals, ich habe, als der Film rauskam, das ist der mit der Wanderung der Hasen, ne? Du, das hat mit dem Film gar nichts zu tun. Die Band heißt so Bright Eyes. Ach so, entschuldige, ich dachte, der Titel wäre Bright Eyes. Nee, nee, nee. Ach so, Bright Eyes, das ist dieses Lied von, keine Ahnung, wer. Nee, das ist Conor Oberst, der eine Band namens Bright Eyes hat. Okay. Und der macht so Folk-Rock, würde ich sagen. Zumindest auf dem Album, was Cassar Dagger hieß und eins meiner Lieblingsalben von ihm ist. Also deine Musiktipps sind immer, fast immer jedenfalls gut. Und heute gibt's nichts, also Bojangles gut von Robbie Williams vielleicht, was mir nicht gefallen hätte. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Na, dann hören wir jetzt rein. Machen wir. Mhm. Jürgen, ich habe jetzt was rausgefunden. Mhm. Du hörst, also die Musik, die du hörst, hat immer so einen bestimmten Frequenzbereich. Ist immer sehr, sehr kompakt, wahnsinnig gut gemischte Musik immer. Das war zum Beispiel jetzt auch wieder sehr gut gemischt. Mhm. Ist das so? Kommt mir das so vor? Oder ist das jetzt nur bei den Tracks, die du heute ausgesucht hast? Also ich lege schon Wert auf eine gute Produktion, ja. Du bist selber doch Tontechniker, hast du gesagt, oder? Nee. Ich habe mal früher in der Band die Regler geschoben. Ah, okay. Nee, ich bin auch Vertreter oder Anhänger von Musik. Weniger ist mehr. Also es muss nicht. Also Überproduktion macht mich fertig. Ja, ja. Also weiß ich, was Yes zum Beispiel gemacht hat, ist zwar ganz schön. Trevor Horn war es, glaube ich. Klar. Ja, ne? Owner of Lonely Heart, das Album, ne? Ja, damals. Aber manchmal ist es einfach zu viel. Und manche Leute können wirklich mit einer Gitarre und ihrer Stimme oder einem Klavier und einer Stimme mehr machen als eine 12-köpfige Band oder ein Orchester. Und sowas finde ich super. Apropos Trevor Horn, du weißt ja, dass es mein großer Favorit ist unter den Produzenten. Der hat nicht mehr ganz so neues Album rausgebracht. Und zwar hat er seine eigenen Songs gecovert. Das hast du mir neulich mal vorgespielt. Genau. Ja. Gibt's einige ganz gute Versionen. Unter anderem singt zum Beispiel Robbie Williams einen Song. Welchen singt er denn ganz am Anfang? Weiß ich gar nicht. Einen ganz bekannten Song von, boah, ich muss jetzt ganz schnell gucken. Ich habe noch einen anderen Tipp für dich übrigens, habe ich neulich auch entdeckt. Du bist doch wahrscheinlich, also wir haben uns doch neulich auch Bilder geschickt, wie wir abends so abhängen, ne, vor unserem Whisky und dann in so eine gemütliche Musikhörstimmung kommen. Ne? Mhm. Das liebe ich ja, das mache ich auch sehr gerne abends. Und ich war neulich abends unterwegs und manchmal ist es sehr absurd, was man macht, finde ich. Ich habe mir wirklich geschlagene 70 Minuten lang angeguckt, wie ein Typ ein Schlagzeug aufbaut. Also, der hat ich weiß nicht, ob du die Marke DW kennst. Das ist eine sehr gute Marke. Mhm. Und der hat ein irre geiles Set irgendwie. Und der hat halt jedes Tom komplett zusammengebaut, das Fell aufgeschraubt, ist gestimmt. Und der hatte so einen Akkuschrauber, was ich bin selber nie drauf gekommen, ich Vollidiot. Und hat dann mit diesen Stimmungen gespielt und hat dieses Set aufgebaut und dann immer auch gespielt. Der hatte eine ganz tolle Snare. Ich weiß jetzt nicht, ob dich das interessiert. Also ich mag ja Holz-Snares viel lieber als Metall-Snares, weil die einfach einen besseren Sound haben. Und jetzt komme ich auf das, was ich sagen will, weshalb ich dich nach der Musik eben gefragt habe und der Mischung. Ich mische ja gerade mein neues Album. Mhm. Und ich höre das, was ich höre, jetzt sehr so fokussiert auf, wie sind die Sachen eigentlich gemischt. Und gerade so eine Musik wie gerade, wo du zum Beispiel das Banjo rausgehört hast oder die Geige im Vordergrund steht, aber du alle anderen Instrumente im Hintergrund total glasklar hörst, ist wahnsinnig schwer zu mischen. Das ist die hohe Kunst, ja. Und das macht halt auch extrem viel aus. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Mix gehabt, da ist der Demo-Mix von einem anderen Techniker gemacht worden als von dem Mixer, der es dann nachher gemacht hat. Das war ein komplett anderer Song. Also ich habe den nicht mehr wiedererkannt. Und das ist echt heftig, ne? Also ich finde, das ist ein Thema, müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Jetzt haben wir uns verplappert. Ich wollte dir nämlich noch was sagen. Ich habe was entdeckt neulich. Boah, scheiße, dieses iPhone mit der Gesichtserkennung. Funktioniert das eigentlich bei dir? Ja, meistens. Also bei mir wahrscheinlich, weil ich immer fetter werde, sagt das iPhone irgendwann, ich erkenne diesen Typen nicht mehr. Wer ist das? Warte, ich suche dir das schnell raus, weil das ist nämlich ein Musiktipp. Sind wir schon so weit, dass wir die nächste spielen müssen? Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann ja inzwischen mal erzählen, was ich an Schallplatten jetzt wieder schätzen gelernt habe. Ja. Und zwar, ich kaufe mir jetzt diese Musik, die mir wirklich gut gefällt, wieder auf Schallplatte. Aber nicht, um nur jetzt hier auch noch in meinem hohen Alter hier nur ultra hip zu sein und bla, pipapo. Aber Schallplatte hat einen ganz großen Vorteil. Du bist gezwungen, sie in Ruhe anzuhören. Ja. CD
zwei Töne gehört, ach, gefällt nicht, es gab nichts. Stimmt, du hast recht. Ne? Man kann, ja, das stimmt. Und da du gerade in meinem hohen Alter, möchte ich nicht nach jedem Titel aufstellen, bloß weil er aufstehen, weil er mir nicht gefällt. Also höre ich tatsächlich ein Album komplett von A bis B, nee, bis Z durch. Und das ist dann wirklich, dann erst kann man überhaupt einen Eindruck gewinnen von einem Album. Ich mochte das früher auch, meine CD übrigens, um wieder Werbung zu machen, kommt auch als LP raus. Krieg ich ja eine umsonst von dir, ja, ja, ich kann mir nicht alles kaufen. Am 16.8. ist ja Release hier in Potsdam, wusstest du das? Da spielst du auf der Museum, nicht, wie heißt es nicht, Museumsinsel, wie heißt es da? Ich spiele mit meiner Band sozusagen als Release-Konzert am Tag der Veröffentlichung Open Air in Potsdam, in der Waschhalle, glaube ich sogar. Waschhaus? Waschhaus, ja, genau. Und das wusste ich übrigens auch nicht, für LPs muss man anders mischen, weil die einen anderen Frequenzbereich absolut, haben. Ja. Das ist auch interessant, ne? Das merkst du, wenn das hat man zu Anfang gemacht, als der Schallplattenboom war, dass die einfach eins zu eins die Mastertapes von den CDs auf Platte gepresst haben und es klang einfach, ja, scheiße. Scheiße, ja. Ich mochte zum Beispiel an Platten, das wollte ich eben sagen, dass sie zwei Seiten haben. Und dass die, eine Trackliste aufzubauen, ist ja kompliziert, ne? Man muss ja irgendwie auch ein Hörerlebnis für den Hörer schaffen. Und bei zwei Seiten fand ich das immer super, weil die B-Seite hat da irgendwie einen ganz anderen Charakter als die A-Seite. Mhm. Und das ist jetzt durch das CD-Zeitalter irgendwie weg, finde ich. Ne? Ja, und es ist auch gut, dass auf eine Schallplatte nicht anderthalb Stunden raufpassen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Weil manche CDs waren einfach zu lang. Also pass auf, ich wollte dir ein paar Musiktipps geben auf die Schnelle. Einfach mal mit dir durchgehen. Wir gehen auch gleich wieder zu unserem Thema zurück. Aber lass uns doch einfach ein bisschen frei assoziieren. Und wir ein bisschen kommen immer verlaufen. Auf Musik zu sprechen, wenn wir hier zusammen. Ja, aber das ist doch auch gut. Ich meine, wir haben ja keine Vorgabe hier. Aber ich glaube, du solltest mit den Tipps nach der nächsten Musik anfangen. Ehrlich? Ja. Das machst du nur, weil du meine Musiktipps scheiße findest. Gar nicht. Du hast mir zum Beispiel... Jetzt war ich argwöhnisch. Ich wollte nur argwöhnisch sein. Nee, Snarky Puppy zum Beispiel hast du mir empfohlen und ich habe mir inzwischen drei oder vier Alben von dem gekauft. Hammer, oder? Ja. Dirty Loops musst du dir auch holen. Auf jeden Fall, die kommen jetzt mit einem neuen Album raus. Habe ich dir eben im Auto vorgespielt. Okay, ja. Okay, das war jetzt Argwohn sozusagen on air getestet. Ich hätte natürlich auch wohlwollend sein können und sagen können, der Jürgen will mich einfach davor bewahren, dass er nachher die Sendung kürzen muss, richtig? Ja, genau das ist es. Deswegen, das nächste, du hast du nämlich auch mir zum Gefallen getan. Jetzt bin ich ganz wohlwollend, weil du weißt, dass ich Prince sehr mag. Colonized Mind, richtig? Mhm. Und das hören wir. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, Prince war das vor der Pause. Colonized Mind, ein richtig geiler, geiler Song, oder? Absolut, ja. Du bist beschäftigt, du musst ja irgendwas machen. Ich musste nebenbei noch was aufschreiben. Ja. Da fällt mir mein Lieblings-Prince-Erlebnis ein. Das muss in den 90ern gewesen sein. Aber warte, bevor du das erzählst, sorry. Ich habe neulich, ganz schlimm, das fand ich ganz, ganz schlimm und ich muss jetzt nochmal auf unser Thema zurückkommen. Wer macht sowas? Ich habe die Bilder vom toten Prince gesehen. Hast du die gesehen? Nee. Es hat jemand fotografiert, wie er aus dem Aufzug sozusagen tot umgefallen ist. Und die sind im Internet, ich konnte die gar nicht sehen. Also ein Freund von mir, ein Idiot, hat die mir einfach so gezeigt. Und es brennt sich komplett in deinem Gehirn. Lust das nicht wieder los. Und dieser Mensch, der so voller Energie und Kreativität war, den man nur kennt aus diesen Situationen, wo er auf der Bühne steht oder performt. Dieses Genie liegt tot auf dem Boden. Ich kriege Gänsehaut, während ich es erzähle. Wirklich, wirklich traurig. So jetzt dein schönstes Prince-Erlebnis. Ja, und zwar Konzert im, vielleicht war es auch Anfang der 2000er, ich weiß es nicht mehr. Egal, jedenfalls Konzert im ICC. Im großen Saal des ICCs, in diesem komischen Raumschiff vorne am Funkturm da, diesem hässlichen Haus. Habe ich auch mal gespielt, erzähle ich gleich auch. Und ich dachte mir, das kann doch nur schlimm werden, das Konzert in diesem Kühlschrank, der kriegt doch keine Atmosphäre rein. Es hat genau drei Titel gedauert, dann standen alle auf den Sitzen und tobten. Mhm. Und jetzt kommt die beste Szene, so nach einer Stunde fing er an, Purple Rain anzustimmen. Der Saal drehte durch. Er brach mittendrin ab und sagt, Freunde, wir sind hier nicht mehr in den 80ern und machte mit dem Konzert weiter. Geil. Spielte noch eine Stunde, dann kam die erste Zugabe und alle hofften natürlich. Er spielte wieder was anderes, ging runter. Zweite Zugabe hat er dann Purple Rain gespielt. Geil. In einer 45-Minuten-Version. Boah, Wahnsinn. War das das Konzert, wo er danach im Quasimodo noch aufgetreten ist in der Aftershow? Nee, ich glaube, das war das nicht das Konzert. Das muss man ja auch sagen. Prince hat ja ganz oft ein Konzert gegeben, 3 Stunden. Und danach nochmal ein Konzert in kleinem Kreis. Und das war in Berlin im Quasimodo. Ich bin da damals nicht reingekommen. Mein schlimmstes Prince-Erlebnis war zugleich auch mein einziges, nämlich dieses legendäre abgebrochene Konzert in Köln.
Hast du davon? Nee, warum hat er abgebrochen? Also erstmal war es in der Lanxess Arena, das ist die schlimmste Veranstaltungsstätte, die ich kenne. Ganz schlechte Akustik wirklich. Und nach dem ersten Song hat Prince einfach die Gitarre weggeschmissen und ist verschwunden von der Bühne. Und alle dachten so, okay, das war Show, und dann dauerte es aber Ewigkeiten, eine Dreiviertelstunde, bis das Saallicht anging. Und ein Sprecher sagte, das Konzert wäre unterbrochen aus technischen Gründen, es würde jetzt irgendwann weitergehen. Dann hat es etwa nochmal 1,5 Stunden gedauert. Und dann kam Prince wieder, stellte sich auf die Bühne, war total genervt und sagte, übrigens, für den Scheiß-Sound könnt ihr euch bei dem Typen am Mischer beschweren. Der heißt George. Was mich gewundert hat, weil der Mischer eigentlich von ihm sein müsste. Ja. Also es ist kein Mischer, den die Lanxess Arena ihm zur Verfügung stellt. Jedenfalls war er unglaublich sauer und hat dann einen 20-minütigen Soundcheck gespielt vor Zuschauern. Einfach nur Beat und immer Check, Check, One, One, irgendwie Soundcheck gemacht. Danach war Schluss. Und dann gab es als einzige Zugabe diese von dir besagte 45-minütige Purple Rain-Version, ja, wo er nochmal so ganz kurz hat aufblitzen lassen, was ein Prince-Konzert eigentlich sein kann. Ja. Alle waren super enttäuscht, es war ganz schlimm, und es stand dann am nächsten Tag auch in allen Zeitungen, er hat getwittert irgendwie sorry, aber ja, ich war super traurig, weil das war mein einziges Erlebnis, was ich mit Prince damals hatte. Ich habe ihn nochmal in der Waldbühne live gesehen, das war dann schon in den 2000ern, das war auch ziemlich beeindruckend. Ja, du hast Glück. So, jetzt kommen schnell meine Musiktipps, ja, bevor wir dann in den letzten beiden Takes nochmal auf. Wir müssen Musikspieler spielen. Nee, nee. Nein, hör bloß auf. Bevor wir wieder auf die auf das Thema Arg und Wohlwollen zurückkommen, findest du es ein gutes Thema? Naja, wir schweifen ja ständig ab. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon über das Thema? Aber vielleicht wollen die Zuhörer was dazu sagen. Ihr könnt uns schreiben, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Schreibt uns, was euch dazu einfällt. Wie findest du das neue Rammstein-Album? Erste Frage. Sehr gut. Sehr gut? Ja. Welches ist dein Lieblingstrack? Na, schon der erste, weil das ist einfach mal... Besser kann man die deutsche Geschichte nicht mehr zusammenfassen. Okay, ich finde Deutschland auch gut, aber ich finde das Album eher 2 bis 2 minus. Ich finde die soften Songs ein bisschen übertrieben. Also du bist die schönste Frau der Welt, oder wie heißt das Ding? Du bist das Schönste. Nee, was ich liebe. Oder auch Diamant. Diamant ist mega kitschig. Ja, aber es ist doch wieder so schön übertrieben, dass es schon wieder schön ist. Vielleicht muss ich mich dran gewöhnen, vielleicht bin ich zu argwöhnisch, ja, kann auch sein. Und ja, und die Texte, womit sich die Texte alles beschäftigen. Sex ist geil, also Sex ist sowieso geil, aber der Song ist geil. Ausländer finde ich richtig gut. Absolut, auch mal eine totale Antinummer für Rammstein, finde ich. Auch und auch dieser eine Song, wo es offensichtlich um vernachlässigte Kinder ging, wo er Puppe. Dann, Puppe, auch mega krass. Wie er völlig ausrastet. Ich reiße der Puppe den Kopf. Ja, das ist so ein bisschen ist gruselig, aber das ist Rammstein sowieso. Dann habe ich, jetzt kommt meine Entdeckung für dich, als ich da abends unterwegs war im Halbsuff. Kennst du Ariel Posen? Nee. Ha, hör dir den an. Ariel Posen. Okay. Der spielt eine Gretsch-Halbakustik, so eine richtig schwere alte Gretsch-Halbakustik. Mhm. Mit einem richtig mittigen, bassigen Sound. Spielt Blues, eine Mischung aus Blues und Folk. Ist ein New Yorker Gitarrist, der in einem Trio spielt. Und richtig gut. Eigentlich müssten wir ihn jetzt hier mal spielen, aber vielleicht machen wir das in einer der nächsten Sendungen. Dann noch ein Tipp von mir. Und zwar habe ich überlegt, dieses Rammstein-Ding, ne? Das hat mich irgendwie an was erinnert, und ich dachte, es gab doch mal eine Band in Deutschland, die auf einem ähnlichen Trip war, aber sich nie durchgesetzt hat, und zwar aus Braunschweig, und die hieß Umf. Umf, ja. Erinnerst du dich noch an Umf? Ja, ja. Und die war gar nicht so schlecht eigentlich, oder? 70er, ne? Schon nein, 90er. 90er. Umf, ja, doch. Ja, von denen habe ich sogar noch ein paar CDs zu Hause, ja. Dann letzter Tipp für heute ist, kennst du die Hush Kids? Nee. Kennst du auch nicht? Die Hush Kids sind so ein bisschen ein Remake von Civil Wars. Ist ein Duo, auch wieder Folk-Country-Duo. Und ich komme auf all diese Tipps, die ich dir gerade gebe, weil das alles Platten sind, die so im mittleren Frequenzbereich unglaublich gut gemischt sind. Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen fokussiert gerade auf Mischen und Mixen. Und hör dir das mal an. Ist wirklich gut. Die Mitten sind ohnehin das Wichtigste bei einer Mix. Also wenn ich schon immer diese Billiggeräte höre, wo sozusagen die Höhen angehoben sind künstlich und die Bässe. Mhm. Und du hörst die Mitten, merkst du daran, wenn du meistens, dass du keine Gitarre hörst, weil die Mitten halt nicht richtig angehoben sind. Und du kriegst eigentlich Druck und Zug
eigentlich nur über die Mitten rein. Sag mal, Song. By the way, bevor gleich die nächste Musik kommt. Oh, welcher muss auch schon wieder. Muss schon ganz, by the way, also wir spielen Roxy Music More Than This, müssen wir jetzt nicht erklären. Brian Ferry, alles gut. Welcher Gast, an den du dich erinnerst, hatte den besten Musikgeschmack? Ich habe einen im Kopf. Oh, da muss ich jetzt überlegen. Lass mich mal bei Roxy Music überlegen. Ja, ich habe zwei im Kopf. Okay. Dann spielen wir Roxy Music More Than This und danach reden wir noch ein bisschen über Musik und dann natürlich wieder über unser Thema Argwohn und Wohlwollen. Und ihr könnt uns schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. In der blauen Stunde heute geht's um Arg und Wohlwollen und hier jetzt in diesem letzten Take einfach nochmal braingestormt die Frage, warum sind wir eigentlich so oft argwöhnisch, warum gelingt uns das so selten, wohlwollend zu sein, mit dem anderen so umzugehen, wie wir wollen, dass der andere mit uns umgeht. Das ist sehr christlich, aber doch irgendwie nicht gang und gäbe, scheint irgendwie verlernt worden zu sein. Gerade im Zeitalter des Internets ist es noch viel schlimmer geworden, finde ich. Das Buch, das ich euch empfohlen habe, Bonds That Make Us Free, das behandelt dieses Thema und auch viele andere Dinge behandeln dieses Thema. Und wir versuchen hier gerade über unseren Musikgeschmack herauszufinden, wie wohlwollend wir eigentlich mit dem sein können, was der andere an Unterschied mitbringt. Und eben haben wir darüber gesprochen, welcher Gast, den wir hatten, jetzt habe ich mich schon wieder verplappert, den besten Musikgeschmack hatte. Ja, dann war es Professor Flath. Weil du sagst, Musikgast war ja der Einzige, den er bis jetzt hatte. Ja, den habe ich vergessen. Der hatte einen sehr guten Musikgeschmack. Ja. Erstaunlicherweise hat auch Haftbefehl in seiner Liste gehabt, fand ich gut. Ich fand den Koch vom Rutz, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Marco Müller, der hatte einen ziemlich guten Musikgeschmack. Weißt du das? Ja, stimmt, der war aber recht rockig, wenn ich mich erinnere. Nee, der hatte auch R&B. SZA war eine zum Beispiel, die ich entdeckt habe über ihn. Aha. Eine Hip-Hopperin. Marcel Reif hatte auch einen guten Musikgeschmack, fand ich. Aber so seinem Stil entsprechend. Ne? Ja, waren schon ältere Stücke. Ja. Kalkofe fandst du gut? Kalkofe fand ich zumindest, weil er konsequent Britpop-Fan ist. Und das hat man halt gehört. Ja, echt nur britische Musik gehört. Ja. Aber es waren schöne Titel, die er ausgesucht hat. Allerdings Mainstream natürlich. Ja. Ja, gut, damit sind wir durch. Eigentlich haben wir auch die Musik jetzt ausreichend besprochen. Deine Sendung kommt immer sonntags, ne? Apropos Schleichwerbung. Ja. Zur Unzeit, 20 Uhr Sonntagabend. Tatort-Gegenprogramm. Wobei, die Leute, die nicht Tatort gucken, die hören dich dann wahrscheinlich. Das ist wieder auch nicht so schlecht. Ja, einmal das und zweitens kann man ja Tatort auch um 21:45 auf One gucken. Man kann ja mittlerweile auch über, jetzt machen wir Werbung, es gibt also ein großer Anbieter, bietet ja jetzt auch an, dass man die wieder an Anfang zurückspulen kann und nochmal von vorne guckt, die laufende Sendung. Wusstest du das? Ja, und man kann ja alle unsere Musikspezialsendungen ohnehin nachhören und da kann man auch hin und her spielen. Also müsste man jetzt zum Abschluss, um das Thema sozusagen zu einem sinnvollen Ende zu bringen, sagen, es ist bestimmt keine böse Absicht, dass du sonntags um 20 Uhr läufst, sondern du könntest dankbar sein, weil zu anderen Zeiten es viel unberechenbarer ist, dass es so viele Leute gibt, die dich vielleicht hören können. Ich bin auch echt erstaunt, wie viele Leute es sind. Also hätte ich nicht gedacht um die Zeit. Ja. Aber vielleicht ist auch gut, dass es bloß eine Stunde ist, was mich zu Anfang schon ein bisschen geärgert hat, dass es bloß eine Stunde ist, aber dadurch brauche ich nicht mit irgendwelchen zweitklassigen Titeln aufzufüllen. Es sind immer genug neue da, die mich wirklich beeindrucken. Kannst du eigentlich Menschen Gutes tun, die dir Schlechtes getan haben? Also wenn du Schläge eingesteckt hast von jemandem oder Rückschläge oder schlechtes Verhalten, kannst du dem dann noch was Gutes tun? Dauert sehr lange, irgendwann geht es. Bist du nachtragend? Nein, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Fälle, wo es sehr lange gedauert hat, bis ich gesagt habe, jetzt ist okay, jetzt ist verziehen. Aber manche Sachen sind auch nicht wichtig genug, dass man da nachtragend sein muss, finde ich. Viele Sachen passieren im Affekt. Was sagt man nicht alles in Wut oder weil man gerade genervt ist? Jetzt haben wir uns aber selbst schon so ein bisschen korrigiert, also wir sind so ein bisschen therapiert gerade, ne? Also durch das Thema sind wir so wohlwollend geworden. Ja, weil wir uns über Musik unterhalten haben, das macht uns Spaß. Ja, oder dass Menschen, die es auf uns abgesehen haben, uns aber auch ein bisschen misshandeln können, oder? Meinst du, so kleine Maso-Phase haben wir auch? Ja? Wir haben gerade ein bisschen eine Maso-Phase. Lass dich schlagen und tu Gutes zurück. Wir wollen bepöbelt werden, ja. Ja, also ich finde, unsere Zuhörer sollten auch wieder pöbeln. Man kann das auf Facebook, man kann das überall, kann man seine schlechte Stimmung rauslassen. Wir sind dankbar dafür.
oder? Ja, ja, wir freuen uns über jede schlechte Meinung. Ich finde auch. Ja. Und wenn man uns schreiben will, Marlene Dietrich Allee 20 14482 Potsdam, geht das auch. Zum Beispiel so, meint ihr wirklich, dass das irgendjemand interessiert, wo wir euch jetzt 2 Stunden unterhalten haben? Ja, genau, dieses Gelaber, dieses Gefasel, ich kann es mir nicht Das anhören. Ist doch Radio für Erwachsene. Mhm. Ich habe abgeschaltet. Jetzt sind wir selbstreferenziell und darüber ärgern sich bestimmt auch wieder einige, dass man im Radio über das Radio machen redet. Ich habe ein anderes Beispiel, was ich dir noch sagen wollte, und das möchte ich sozusagen uns beiden mitgeben als Haltung. Spricht Bände über mein Selbstverständnis, aber ich sag's trotzdem. Ich habe neulich nochmal überlegt, wenn ich mit Menschen umgehen muss, dann würde ich das gerne so machen wie Papst Johannes Paul II., als er seinen Attentäter Mehmet Aja im Gefängnis besucht hat. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Der Typ hat ja auf den geschossen, ne? So, und das Letzte, was einem wohl einfallen könnte, ist zu sagen, ich gehe den im Gefängnis besuchen. Aber Papst Johannes Paul ist zudem ins Gefängnis, es gibt dieses berühmte Bild, wo er bei ihm in der Zelle sitzt und den fragt, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht mehr, was hat er darauf geantwortet? Ich weiß gar nicht, der ist irgendwie weich geworden. Also das Bild sieht auch so zugetan aus, ne? Als würde der Papst ihn damit einnehmen. Finde ich super, ist eine Form von Liebe, die man zurückgibt für etwas, was sehr hasserfüllt ist, die entwaffnend ist, oder? Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es wirklich so entwaffnend ist, dass der andere gar keinen Hass mehr aufbauen kann. Also hat Wohlwollen letztendlich, wenn wir eben von mangelndem Vertrauen und Schuld als Ursache für Argwohn ausgehen, hat Wohlwollen etwas auch mit Liebe und mit Selbstliebe zu tun. Wer sich selbst lieben kann, kann den anderen auch lieben. Wahrscheinlich, ja. Und was viel schlimmer für dich jetzt persönlich ist, für deine Karriere, das war eben das Ende des Hassiers, ne? Warum? Na, weil du jetzt nur noch wohlwollend den Menschen entgegentreten willst. Ja, aber das ist ja auch okay, wenn man irgendwann eine Metamorphose durchmacht und dieses ewig gleiche Thema nicht zu Tode reitet und sagt, so, jetzt bin ich der Lovias und nicht mehr der Hassias. Aber wollen die Leute das hören? Die wollen dich doch toben hören. Naja, zu der Zeit, als ich angefangen habe, das zu machen, da war ja Hass noch ein verkaufsträchtiger Aspekt. Und mittlerweile ist ja Hass inflationär unterwegs, überall. Also wäre es jetzt an der Zeit, dagegen zu steuern und zu sagen, mehr Liebe braucht die Welt. Mehr Milde, mehr Liebe und mehr Zuwendung. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort, oder? Müssen wir wieder Musik spielen? Nee, wir haben tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir können noch eine gute Minute reden. Das heißt also, der Masochismus, den wir eben so ein bisschen ja verächtlich beschrieben haben, ist nichts anderes als versteckte Liebe, Sehnsucht nach Liebe. Will der Masochist geliebt werden? Wahrscheinlich, aber andererseits... Warum lässt er sich schlagen, wenn er geliebt werden will? Eben. Er spürt sich dann vielleicht besser. Vielleicht will er sich selbst lieben, will er sich selbst wahrnehmen. Sich behalten, obwohl der andere ihn angreift. Ja, sowas in der Richtung. Und der Sadist, warum schlägt er? Will doch auch geliebt werden, das erregt ihn doch. Weil er durch den Schmerz des anderen sich spürt? Weil er, wenn er sieht, dass der Typ, den er schlägt, also warum bin ich jetzt bei einem Typen? Weil die Domina, die ihn schlägt, oder er die Domina, ja, weil er dann an der Reaktion merkt, dass Liebe plötzlich sichtbar wird, oder? Aber die Domina ist ja nicht sadistisch von Hause aus. Das ist ja ihre Rolle in dem Fall. Ja gut, gibt's nicht Dominas, die sich auch schlagen lassen? Nee, ne? Das wäre keine Domina. Da muss ich ehrlich zugeben, sind meine Erfahrungen zu begrenzt. Das wäre eine Masina. Ja. Du warst noch nie im Sadomaso-Studio? Du? Ich habe neulich eine Folge von Hazel Bruggers Was geht Deutschland gesehen. Mhm. Kennst du Hazel Bruggers? Ja klar, die Schweizerin. Die hat eine möchte ich hier übrigens allen empfehlen, die hat eine wunderschöne Serie, Dokumentation, die sonntags immer auf YouTube erscheint. 12 Uhr gibt's neue Folgen, die heißt Was geht Deutschland, und Hazel reist einfach durch Deutschland und beschreibt das normale Deutschland in Anführungsstrichen. Mal ist sie in einer Currywurstbude und ist die schärfste Currywurst der Welt, mal ist sie in einem Sadomaso-Studio, mal ist sie nur in einem Supermarkt, und Hazel ist eine unglaublich sympathische und einnehmende Kollegin, die das auch auf eine sehr, ja, finde ich, verschmitzte Art und Weise macht. Ironisch, ein bisschen sarkastisch, aber auch ehrlich. Und das kann ich sehr empfehlen, diese Dokumentation Was geht Deutschland, die läuft immer auf YouTube. Jetzt haben wir auch dafür Werbung gemacht. Und kommt immer ohne jegliches Gelärme aus, ne? Immer alles ruhig und beherrscht. Ja, eigentlich ist sie immer sehr ruhig und sehr gelassen. Ihr Vater ist, glaube ich, Hirnchirurg, soweit ich das weiß. Ups.
Interessant. Also eine interessante Frau, eine interessante Person und ich finde einen Stern am Comedy-Himmel in Deutschland. Die war, das wollte ich dir erzählen, in einem Sado-Maso-Studio in Wuppertal. Und da habe ich gesehen, eben was so gemacht wird. Mhm. Ich selbst war auch noch nie in so einem Studio. Mir macht Schmerz auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Also das ist nicht so... Kann damit auch nicht viel anfangen. Nee. Also wenn mich einer schlägt, also wenn mich eine Frau irgendwie schlagen oder peitschen würde, würde ich sagen, hast du sie noch alle? Lass das bitte. Aber jeder so, wie er es mag, oder? Ja, jedem nach seinen Bedürfnissen, haben wir früher in der DDR auch immer gesagt. Und das, finde ich, ist doch ein passendes Schlusswort auch zu unserem Thema. Jeder so, wie er es mag. Und das zu akzeptieren, ist Wohlwollen. Ja, und die anderen einfach leben lassen. Lass den anderen leben, dann lässt man dich am Leben. Wir hören Robert Palmer und Mercy, Mercy Me, I Want You. Das ist ein Remake von einem, nicht sagen, oh, wie heißt der schon wieder, ach, eine Legende. Bitte. Das hat auch George Michael dann gecovert. Sag doch bitte. Soul. Der größte Soul-Star aller Zeiten. James Brown, meinst du? Nein. Ah, komm, so können wir nicht aus der Sendung rausgehen. Wir sind aber schon drüber. Scheiße, weil nicht. Ah, das sollen die Leute uns schreiben, okay? Ja. Von wem ist dieses Remake, beziehungsweise das Original dieses Remakes? Das war die Blaue Stunde. Wir entlassen euch mit einer wohlwollend gemeinten Frage. Danke, dass du dabei warst, Jürgen. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ja, mir auch. Tschüss. Marvin Gaye übrigens war's. Also, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Radio 1. Nur für Erwachsene.